Hallo, willkommen bei Blue Byte Backstage. Ich bin die Ecki und neben mir sitzt Baby AJ. Erstmal möchten wir euch bedanken für alle tolle Einsendungen für unsere Weihnachtsbaum. Und wir gehen mal gleich weiter. Was haben wir heute allemal in die Sendung? Als erstes beginnen wir mit dem Content Update. Wir zeigen ein bisschen, was gekommen ist und was noch kommen wird. Und auf geht's. Hallo, ich bin der Armin. Wir sind hier in der Grafik. Wir wollen euch kurz zeigen, was wir Neues in puncto Gebäude gemacht haben, was wir in nächster Zeit Neues reinbringen werden. Das werden neue Upgrade-Stufen sein und Josip wird euch jetzt zeigen, wie wir das Ganze gemacht haben. Hi, ich bin der Josip und ich zeige euch mal, wie wir die Ausbaustufen angegangen sind. Angefangen hat alles in 3ds Max. Da haben wir das Grundgebäude gewissermaßen gebastelt. Und das besteht aus lauter einzelnen Flächen, die dann hinterher angemalt wurden. Und wir haben uns gewissermaßen einen Baukasten zusammengebaut, mit dem wir das Gebäude dann beliebig erweitern konnten. So zum Beispiel sieht es aus, wenn wir die Texturen ausblenden würden. Dann hätten wir nur mehr ein Wireframe, das wäre quasi wie ein Gitternetz, über das wir dann die Farbe des Gebäudes gezogen haben. Und was uns bei den Ausbaustufen im Grunde wichtig war, war einerseits eine optische Aufwertung. Ein produktiver Siedler braucht mehr Platz und braucht ein hübscheres Gebäude. So kommen neue Arbeitsgegenstände dazu, er bekommt mehr Platz. Und das sieht dann folgendermaßen aus. In der zweiten Ausbaustufe hat zum Beispiel das hier, Sie kennen Forge oder die Kanonenschmiede auf Deutsch, die bekommt in der zweiten Ausbaustufe ein zweites zusätzliches Gebäude. In der dritten wird das um eine Arbeitsplatzüberdachung aufgewertet. Die Ausbaustufe 4 ist dann eine optische Aufwertung des Daches und der Kanonenschmied bekommt noch mehr Platz zur Verfügung, wächst ein bisschen in die Höhe. Und zu guter Letzt, bei Nummer 5, wird das Zweitgebäude etwas erhöht und der Kanonenschmied bekommt auch einen Balkon. Als zweites Beispiel habe ich hier mal den Förster vorbereitet. Hier in der ersten Ausbaustufe baut er sein Gebäude noch auf dem Boden und geht dann in der zweiten Ausbaustufe zu einem Baumhaus über. In der dritten Ausbaustufe verbessert er den Zaun, um seinen Aufforstungsbaumbereich. Und in der vierten Ausbaustufe fängt er an, dann sein Baumhaus zu verbessern. Da der Förster ohnehin schon ein etwas verrücktes Gebäude war mit seinem Baumhaus, haben wir uns dazu entschlossen, dieses Baumhaus noch verrückter und größer zu gestalten, indem wir jede Menge Anbauten dazu gebaut haben. Und so bekommt er in der fünften Ausbaustufe auch zum Beispiel einen kleinen Aussichtsturm und eine Klappe auf dem Dach. So, das waren also unsere Beispiele für die neuen Ausbaustufen und ich hoffe, euch haben sie gefallen. So, natürlich haben wir noch mehr für euch. Ich würde sagen, jetzt gehen wir mal rüber zu den News. Ecki, was gibt's denn da für Neuigkeiten? Diesmal mal wieder aus der Community. Wir haben einen neuen Community Manager, Baby Graubart, und die werden wir auch vorstellen. Erst vor wenigen Wochen verpflichtete Blue Byte einen neuen Community Manager. Wer genau das ist, erzählt er euch natürlich selbst. Hallo, ich bin Graubart, der neue Community Manager für die Siedler Online. Ich habe die Ehre, euch künftig mit Infos zu versorgen. Wir sind gerade dabei, das Forum zum Beispiel zu restrukturieren, um euch einen besseren Flow an Infos zu geben. Wenn die Wartungen sind, beispielsweise, ist es so, dass ich euch halt die Meldungen auf der Webseite präsentiere. Wir arbeiten auch an Community-Events und wollen in Kun Zukunft halt die Community zunehmend einbinden. Und ja, ich freue mich auf eine schöne Zusammenarbeit mit euch. Erste Eindrücke zu Ghost Recon Online.
In einer der nächsten Ausgaben von Blue Byte Backstage erwarten euch neue, exklusive Informationen und Bilder zum neuen Ghost Recon Online. Auf keinen Fall verpassen! So, wir haben natürlich ganz viele Veteranen in unserer Community, aber da ist sicherlich noch Raum für Verbesserungen. Was haben wir für Spieletipps? Oh, darf ich jetzt einfach weitergeben. Spieletipps mit Paula jetzt. Hallo, ich gebe euch heute ein paar Spieletipps, womit ihr in Siedler Online etwas schneller und gezielter vorankommen könnt. Natürlich, der erste Hauptfaktor ist natürlich die Wirtschaft und die kann man am allerbesten fördern mit Buffs. Und zwar, wenn ich auf ein normales Gebäude einen kleinen Buff anwende, den man im Proviantlager herstellen kann, dann verdoppelt sich das Ergebnis der Produktion. Das heißt, ich habe die gleichen Ressourcen, die ich reinpacke, bekomme aber das Doppelte raus. Was großartig ist, falls man mal eine Ressourcenknappheit hat und dann eben besonders schnell sehr viel nachproduzieren muss. Alles Gute geht zu Ende. Vielen Dank, dass ihr heute bei uns wart und vielen Dank fürs Zuschauen. Ecki, wie geht's denn weiter? Das nächste Mal haben wir natürlich viel mehr Neuigkeiten hier bei Blue Byte Backstage. Also ich würde sagen, bis bald.